Ah, endlich. Boah, ich hab keine Ahnung, wie schwer es ist, hier wieder hinzufinden. Yo, hey, willkommen. Mein Name ist AnyroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, ist schon ein bisschen her, seit ich den letzten Part hochgeladen habe. Das hier kennen wir alles schon, das haben wir ja schon mal alles gesehen. Und ihr habt schon gesehen, wie ich gefällt habe. Also, machen wir das ganz schnell. Ja, das ist durch ein bisschen... versuchen zu erklären, was passiert ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon erwähnt, dass ich ein paar Folgen weniger hiervon hochladen wollte, um meine anderen Projekte ein bisschen zu fördern. Dann irgendwann kam, ich weiß nicht, nach einem Monat oder so, hier mal endlich wieder ein Video. Da habe ich dann gesagt, dann werde ich das Projekt wieder fördern und das habe ich dann nicht gemacht. Und jetzt bin ich wieder hier. Als ich aber das letzte Mal aufnehmen wollte, halt überspringen war, das hat er mal schon gesehen. Als ich das letzte Mal wieder aufnehmen wollte, also direkt nach der letzten Aufnahme, habe ich einfach nicht mehr den Weg dahin gefunden. Da bin ich so verzweifelt, da musste ich erstmal trainieren. Jetzt bin ich so um die 5 Level stärker als vorher und jetzt müssten wir eigentlich den Typen da kaputt hauen können, ne? Natürlich sind jetzt hier Gegner. Aber erstmal tun wir Rain, ganz wichtig, in unsere Truppe. Ja, müssen wir es ja eigentlich ein bisschen einfacher haben. So, ah. Boah, das ist so verkackt schwer hier hinzufinden. Na, da kennen wir alles, ne? Deswegen gehe ich mal im Schnelldurchlauf hier durch. Schade, dass ich hier nicht überspringen kann irgendwie. Was soll's. Die Rhythmusbrüder schon wieder. Ich habe auch ganz viele Apfelgels jetzt bekommen durch die Trainingseinheit. Geld müsste ich eigentlich auch wieder haben. Müssen wir mal sehen. Ja, der sorgt dafür, dass ich nicht rennen können. Ja. Ja, dich kenne ich noch. Dich mache ich platt. Also sinnlos jetzt alles zu überspringen, aber wenn ihr Cutscene sehen wollt, dann keine Ahnung, gucken Part vorher oder zwei Parts vorher. Im Schnelldurchlauf, der Typ lügt einfach hier die Schokolade an, dass Leute hier an den Tod ihrer Oma oder Mutter, ne Oma, glaube ich, verantwortlich war. Und ja, wir müssen dafür gerade stehen. So, ich möchte gegen den Typ kämpfen, ganz ehrlich. Kein Bock, wieder einen Weg hinzufinden. Das ist so kacke. Ich habe erstmal mal so ein paar Knichte hier kaputt hauen. Stop, bam, Hammer Time. So, ich weiß jetzt nicht, welche Attacken hier neu sind und welche nicht. Ich guck mal hier einmal durch. Habe ich L und R2 noch? 4 Steamen Fang. Ja, ich glaube, der ist neu. Beast, das hatten wir schon. Weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich neue Attacken hier auffallen, dann wird schön. Der Orange G habe ich anscheinend auch voll. Kein Ding. So, jetzt kommst du dran. Okay, hoffentlich geht das jetzt ein bisschen besser, weil sonst... Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt Rain dabei, dürfte eigentlich nicht so schnell aus dem Ruder geraten. Ja. Kann mal irgendjemand ein Dingens hier? Ein magisches Auge auf. Magnios. Erstmal mache ich euch kaputt. Aha. Das spielt nicht so schwer, Mann. So. Ich hoffe ja wirklich, die kommen nicht immer wieder. So. Oh, der ist noch am Leben. Shit. Aua. Waffen und so was, alles habe ich ja nicht neu. Kann ich ja gar nicht. Hier ist halt nirgendwo ein Shop und so. So. Komm her, jetzt mache ich das platt. Hier, ich kann auch Beast. Bams. Boah. Den weggehauen.
Mir sind die TP aufgegangen. Wow, den schaffen wir. Hoffentlich. Ach ja, stimmt. Ich kann seine Zauber irgendwie nicht abwehren. Wow, das sah aus wie Thunderlands. Nur mit Feuer. Aber wir machen mal nochmal hier, okay. Zack. Demonfang. Super. Er ist vollgebracht. Ich bin voller Pro. Ich habe das Spiel irgendwie 2 Monate immer angefasst. Und schon mache ich so was hier. Ja, jetzt müsste das Kackling erstmal aufwählen. Aber den kriegen wir jetzt. Was denn noch sonst? Oh Gott, das ist ein Overlimit. Da kann ich irgendeine Mystikarte oder irgendwie sowas. Sing. Und sing. Ja, komm. Air Frosto. Ich habe das auch einen neuen Angriff, oder? Oh, ich habe keine Dreh. Mann. Komm her. Ich hau dich kaputt. Jawohl. Gut so. Erfahrungsgeme, Level 1. Und ein Kriegeramulett. Geil. So. Ah, wie? Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Ich habe den irgendwie anders gesprochen. Irgendwie einzigartig, aber egal. Wie konnte ein so überlegener Halbelf wie ich? Weil du ein Halb bist, Magnus. Kruxis hat Colette als Auserwählte anerkannt. Was? Das stimmt. Colette wird die Welt erneuern. Wir werden bestimmt nicht gegen jemanden wie dich verlieren. So, ihr seid... Dann wurde ich getäuscht. Bams. Und nun? Lloyd! Was ist? Verdammt! Du Bastard! Jetzt sollten die Menschen, die in dieser Farm gefangen gehalten wurden, fliehen können. Was ist mit dem Exfer, die ihnen implantiert wurden? Ohne Schutzfassung ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie außer Kontrolle geraten. Können wir ihnen die Exfers nicht einfach so abnehmen? Es ist so gefährlich. Es ist sehr gefährlich, eine Exfer zu entfernen, der keine Schutzfassung hat. Ich denke, nur ein Zwerg wäre dazu imstande. Dann können wir Dirk fragen. Ja, fragen wir meinen Paps. Um die Einzelheiten können wir uns später kümmern. Jetzt programmiere ich das Programm erst einmal auf Selbstzerstörung der Farm. Seid ihr soweit? Was? Wie ist die denn drauf? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Nein, wenn du das tust, zumindest werden wir dem Bürgergriff der Designs in dieser Region einen mächtigen Schlag versetzen. Wenn wir sie treffen wollen, dann muss es ein gründlicher und entscheidender Schlag sein. Nein. Denk dran, Guinness, wir sind nicht wie sie. Wir sind anders. Wir zerstören nur Sachen und zünden Zeugs an. Ich habe den Timer auf 10 Minuten gesetzt, bevor ihr alles in die Luft fliegt. Beeilen wir uns, hier rauszukommen. Weil das jetzt ein echter Timer ist, ne? Nicht Probleme, ich finde den Ausgang nie im Leben. Ich muss Fortistus informieren, solange ich es noch kann. Ich hatte ein Problem damit, wenn du Lloyd Fortistus kontaktieren würdest. Wenn er herausfindet, was ich vorhabe. Rodil, du hast mich getäuscht. Es gab gar keine Befehle, die Auserwählte zu töten, oder? Geld für mich sammeln, die Auserwählte für mich umbringen. Du warst wirklich sehr nützlich für mich, Magnus. Leb wohl, ich hoffe, du genießt dein Leben nach dem Tod. Du Bastard. Mist, look. Oh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Yggdrasil, Yggdrasil, ich sag einfach Yggdrasil. Ehre der aufkommenden Ära der Halbelfen. Ich muss unbedingt mal googeln, wie man das ausspricht. Was ist mit den Gefangenen geschehen? Wir haben sie alle nach Palma Costa gebracht. Okay, nee, mach, dass du hier rauskommst. Beeil dich. Wieso? Was? Es wird gleich explodieren. Bus. Hui. Ja. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich bin froh, dass es allen gut geht.
Und was ist mit Schokolade? Ich glaube, sie ist auf einer anderen Farm gebracht worden. Verstehe. Wenn ihr noch nichts geschehen ist, kann sie eben auch noch gerettet werden. Ja, du hast recht. Die Gefangenen tragen sogenannte Exvias an ihren Körpern. Es ist gefährlich, sie in ihren derzeitigen Zustand zu belassen. Du musst in meinen Namen einen Brief an einen Zwerg namens Dirk schicken, der in Iselia lebt. Ich bin sicher, dass er euch hilft, sie zu entfernen. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns mit dem Kopf des Ganzen beschäftigen. Ihr wollt zu Dorn, nicht wahr? Bitte, bitte nehmt mich mit. Es könnte so ein Kampf kommen, bist du sicher? Mich interessieren die wahren Motive des Gouverneurs, bitte. In Ordnung. Einfach so. Ja. Okay. Dann müssen wir nach Dora. Und ich weiß natürlich genau, wo das ist. Nach 2 Monaten. So, war hier noch irgendwas? Entschuldigung. Oh, was ist das denn? Fuck ist es? Achso, einfach irgendwas zu dir anders, ne? Irgendwelche Trümmer. So, macht das Sinn? Was denn? Magniska. Was ist denn, Lloyd? Ich glaube nicht eine Sekunde, dass der Typ tot ist. Ah. Solange ich nicht irgendwie... Warte mal, kann ich nicht... Ja. Solange ich nicht irgendwie einen schmerzhaften Schrei oder irgendwie sowas höre, glaube ich nicht, dass irgendjemand einfach so tot ist. Ganz ehrlich. So, habe ich eine Karte? Jo. Warte nicht. Ja. Keine Ahnung. Synopse. Warte mal, da noch. Warum ist ja eigentlich alles noch gelb und alles... Schokolads Großmutter, der Level 20. Segel des Windes. Ich hab keine Ahnung, ich gehe einfach mal irgendwo hin. Wird schon richtig sein. Ist scheiße, wenn man nur so lange nicht mehr gezockt hat. Aber ich tue jetzt ein bisschen mehr. Wieder aufnehmen und hochladen und so. Steig mal ab. Kann nicht rein. Haus des Heiles. Ich könnte Heilung gebrauchen. Hey du siehst irgendwie auffällig aus. Wenn ihr aus nach Dorn geht, kommt ihr zum Harkonnesia-Pass. Ich glaube nicht, dass ihr ihn überqueren könnt. Okay. Ich gehe mich einfach erstmal irgendwo heilen und dann... Keine Ahnung. Eine Statue sollte man ja auch noch mit... Ah ne, die habe ich ja schon mitgemacht. Mein Gott. Das ist so lange her, verdammt. 26.000 Gil. Galt. Bekomme ich auf Gil. Hey, hey. Der hier hat die gleiche Frisur wie ich? Was? Was? Das ist irgendwie fast nicht genau das gleiche Gesicht. Ich will pennen gehen. Ach übrigens, das kostet 100 Galt hier, du. Ein Bett, das sieht bestimmt gemütlich aus. Will sich gerade so reinlegen. Übrigens, das kostet 100 Galt. Was? Auf Wiedersehen. Miau, Halsabschneider. Okay. Mal da draußen. Hund, habe ich mit dir schon geredet? Colette gibt irgendwie allen Hunden einen Namen, glaube ich. Karabell, okay. Würde man sagen, dann mache ich hier einen Schnitt, bevor ich sinnlos durch die Gegend renne. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage Ciao. Die Chronicles Edition. Ciao.